So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Wir sind dabei. Ab 10 Uhr hat die Abenteuerwoche begonnen, beziehungsweise war Raid-Boss-Wechsel. Groudon ist in den Raids. Wir stehen jetzt hier an den Stolperstein. Da geht nämlich gleich 11.20 Uhr der allererste Groudon-Raid auf in Hildburghausen. Den habe ich mir wieder rausgesucht. Theoretisch hätte ich den auch von zu Hause aus machen können. Aber ich möchte immer draußen ein bisschen rumstehen, mal die Arena zeigen. Das ist nicht die Arena, aber das ist der Fleischer, wo man immer essen kann. Da vorne gibt es keine Ablage, deswegen habe ich mich jetzt hier um die Ecke gestellt. Ich will mal ganz kurz zeigen, wen wir einladen müssen zum Community Raid. Dafür muss ich auf den Community Tab, damit ich euch zeigen kann, wer alles dabei ist. So, Community. Einmal runter, einmal rüber. Neueste zuerst. Wir haben auf dem einen Handy haben wir Blood and Tears, wir haben Henry Nikki, wir haben Shinaya, wir haben Borki, wir haben Cheffe und auf dem anderen die nächsten fünf sind Mazofix, Trainer Sir Ups, Meister Lexi, Meister Jani und der Kevin. Oliver hat sich als Ersatz angemeldet. Mal gucken, wenn einer nicht angenommen hat, könnte ich mit dem Main Account ja den Oliver einladen, wenn ich es mir merke. Der Raid ist jetzt auch aufgegangen. Konter, das ist ein Typ Boden, nehmt am besten also Wasser-Pokémon oder so oder auch Pflanzen. Zarude, Pflanzenangreifer könnt ihr nehmen, Mega Bisaflor, Mega Turtok, Kyokre. Nehmt einfach die Kyokre, die ihr die ganze Zeit geradet habt, raidet den jetzt. Jetzt baue ich das hier noch auf, nehme das in die Hand und dann müssen wir mal gucken, dass wir mit einer privaten Gruppe wieder reinkommen. So wie es aussieht, haben wir heute alle angenommen, das heißt, das erste Mal seit langem. Wir machen jetzt direkt auf, schon 21, bin wieder eine Minute drüber. Private Gruppe hier, Katze, Fett und Rot. Drücken wir mal an, gehen wir mal rein, laden wir mal ein. Borki, Henry, Blood and Tears, Cheffe und Shinaya und auf dem anderen Kevin, Meister Janni, Meister Lexi, Mazofix und Trainer Sir Ups. Das können wir jetzt auf dem Großen auch machen, über den Gruppencode in die private Gruppe rein. Katz, Fett, brennt. Katzfett brennt. Ne? Ich darf jetzt natürlich keinen einladen, weil wir sind ja schon 3 vor Ort plus 10 eingeladen. Es gehen ja nur 10 Fernraider in die Arena rein. Müssten also insgesamt 13 Leute sein, wenn alles geklappt hat. Sind jetzt bei 12. Einer fehlt noch. Ist ja noch Zeit. Jetzt sind es 13. Theoretisch kann man es jetzt auch aufmachen. So, wir haben es jetzt auch mal geöffnet, falls noch jemand in der Umgebung ist, der noch mit eintreten möchte oder falls jemand vor Ort irgendwie sieht, da steht so ein Typ mit einer Kamera rum und möchte da auch noch mit rein. Hier ist Kyokre auf den ganzen Accounts, hier drüben ist Garados auf den Accounts, meiner hat hier Flampivian drin. Das möchte ich nicht, ich möchte was anderes und zwar gehen wir jetzt auch mal auf Wasser, hauen uns hier mal ein paar Kyokre rein. So ein paar Garadosen noch dazu. Zarude so als Spaß nehmen wir auch mal mit. Und hier Bisaflor. So, Mega-Entwicklung verfügbar. Aha, da machen wir jetzt mal hier eine Mega-Entwicklung an. Bei ihm hier, obwohl, nee, die müssten wir. Die sparen wir uns lieber auf für Mittwoch, wenn Mittwoch die Raidmania ist. Können wir ja eine Mega-Entwicklung machen von Garados, also wir lassen das einfach so wie es ist. Genügend Energie hätten wir zwar trotzdem, aber egal. Wir hauen den jetzt einfach hier mal weg, ganz gemütlich. So, das passt ja sehr gut. Groudon ist rot, Shiny Garados ist auch rot. Das als Mega-Entwicklung Mittwoch mitnehmen und mit der roten Schlange auf den roten... Ich weiß gar nicht, was Groudon eigentlich ist. Wenn er so da sitzt, sieht er auf jeden Fall ein bisschen aus wie Adi. Weil der auch so ein mittlerweile breites Becken besitzt und so wuchtig aussieht und so böse guckt und so grimmig und so bissig ist. Also da sind voll die Parallelen da. 100% WP müssten wieder 23,51 sein auf Level 20, wenn der ohne Wetterboost aus dem Raid rauskommt. 23,51. Habe ich gerade 51 gesagt oder 21? Ich weiß es nicht. 23,51 gibt es natürlich auch als Shiny.
Immer wenn die Leute fragen, was ist dein lieblingslegendäres Pokémon, sage ich Groudon. Wenn die Leute sagen, was ist dein lieblingslegendäres Shiny, sage ich Groudon. Wen finde ich mega cool? Groudon. Eigentlich müsste Groudon das Kanalmaskottchen sein. Wenn es um Legendäre geht, Groudon. Nicht legendäre, Raupi. Hat auch Ähnlichkeit, oder? Forbro Jenner ist auch drin. Gewesen, sehe ich gerade. Es waren zwei Leute. Wir waren 15 am Schluss, also zwei Leute sind vor Ort noch dazugestoßen. Drücken uns mal kurz hier bei den Kleinen durch. Bei den Großen lasse ich es langsam durchlaufen, dass ihr die Statistiken auch seht. 23,2, 22,89. So, was haben wir hier? Shenaya, reichlich Freunde. Ramses, kampfstark. Blattentiers, reißender Matzofix ist stylisch. Mit seinem Picknickhemd. Borki, letzter Angriff. Dusel gehabt. Wir gehen jetzt auch mal rein. 18 Bälle, ich verstehe es nicht. Ich habe den meisten Schaden gemacht und habe 18 Bälle. Die anderen zwei Accounts haben 20 Bälle. Warum haben die mehr Bälle als ich, wenn ich die meisten Freunde hatte, den meisten Schaden gemacht habe, überhaupt die ganze Arbeit habe und 22,96 und dann auch noch mega Schlechtes bekommen. Aber das ist irgendwie immer so. Wir werden es jetzt mal hier eintüten. Ich finde halt hier die Location total kacke. Ihr seht das, da ist komplett Schatten drauf. Groudon ist trotzdem auch mein Lieblings-Pokémon, wenn es ums Fangen geht. Den könnt ihr nämlich mega gut fangen. Der weicht nicht aus, der geht nirgendwo hin. Der hat einen riesengroßen Kreis. Ihr seht, ihr könnt einfach so curven, ganz gemütlich. Ihr trefft einfach fabelhaft, egal ob ihr wollt oder nicht. Weil der Kreis so groß ist, das wäre bei anderen noch großartig. Bei Groudon ist es einfach fabelhaft. Großartig. Wow. Es ist einfach fabelhaft, wie gesagt. Nein, aber Groudon, der hüpft nicht. Der macht keine Rückwärtssaldos. Der geht nicht nach links, der geht nicht nach rechts, der sitzt halt einfach wirklich stur in der Mitte und ist einfach ein Klotz. Ich feier das. Bei Kyogre hat mich das total genervt, wenn du unterwegs warst. Es musste schnell gehen und du solltest werfen, musstest immer zu warten, bis der wieder in die Mitte zurückgegangen ist, weil der immer irgendwo am Rand geklebt hat, entweder links oder rechts. Aber du wolltest einfach nur immer in die Mitte werfen, bis der in die Mitte gekommen ist. Das hat ewig gedauert. Groudon ist dann ein ganz anderes Kaliber. Und sieht einfach trotzdem mega stark aus. So, 13 Bälle. Ganz entspannt werfen. Es kann eigentlich nichts passieren. Außer ihr habt vielleicht nur 5 Bälle, dann solltet ihr vielleicht nicht ganz entspannt werfen, sondern euch trotzdem drauf konzentrieren, was ihr macht. Ihr müsst nicht mal warten, bis er angreift. Der greift so wenig an. Ihr könnt eigentlich immer werfen. Der wehrt ihn so gut wie eh nie ab. Hat ihn schon einmal abgewehrt? Nein, hat er nicht. Guck, ihr curvt, ihr werft, einfach fabelhaft. Groudon ist das beste Raid-Pokémon, ja? Weil der einfach in jeder Kategorie einen Pluspunkt macht. Nicht nur das Design, nicht nur die Farbe, nicht nur das Shiny, nicht nur die Stärke, die WP, die Nutzbarkeit. Groudon kommt immer zum Einsatz, gerade bei Anego auch jetzt am Wochenende zum Go-Fest. Man hat Boden-Pokémon genommen, Staloboar, Knackrack, sowas, aber auch Groudon natürlich richtig genial, wenn ihr da ein gutes habt, dass ihr das als Bodenangreifer nutzen könnt. Kann auch Solarstrahl, das heißt, selbst wenn ihr mit Kyogre gegen Groudon kämpft, kann das Groudon das Kyogre mit Solarstrahl überraschen und einfach wegfeuern. Der hat jetzt hier Lehmschuss, Feuersturm. 10, 12, 15, 7., 6., okay, ja. War jetzt nicht so krass, aber egal, ich bin gerade dabei, noch hier 12 Kilometer Eier zu brüten. Wenn die aufgegangen sind, werde ich auf jeden Fall 7 Kilometer Eier abholen, werde 2 Fuhren 7 Kilometer Eier in eine Folge reinschneiden mit denen dabei. Denn es gibt ja 2 neue Pokémon aus den 7 Kilometer Eiern, es gibt 2 neue Shinies aus den 7 Kilometer Eiern. Das ist auf jeden Fall auch ein Ziel und natürlich Mega Aerodactyl auf Level 50 zu pushen. Heute Abend gibt es auch Mega Aerodactyl Raids für Zuschauer. Und ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt ihr ein gutes Groudon schon bekommen? Was ist euer Ziel? Braucht ihr noch ein Groudon? Braucht ihr noch ein Shiny? Braucht ihr was anderes? Ich werde meinen 100er auf Level 50 ziehen. Ich brauche nur ein paar XL-Bonbons, dann bin ich fertig. Und ansonsten würde ich sagen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bis heute Abend.